Moin Moin und herzlich willkommen, mein Name ist Subtu und wir zocken The Legend of Zelda und zwar Folge 21. Wir haben in der letzten Folge, was haben wir da eigentlich gemacht? Eigentlich nur Blödsinn, wir sind durch die Gegend gelaufen. Wir haben, I don't know, den Sonarium-Helm, den haben wir uns geholt, ne? Das haben wir gemacht, I swear. Aber ansonsten haben wir nur halt uns ein paar Sachen angeeignet. Das heißt, dass wir dieses Mal damit weitermachen. Also, mit dem Blödsinn meine ich jetzt. Hier. Nani? Ja, sieht gut aus. Lass mal kurz ein paar Einstellungen machen. Vor allem muss ich erstmal wach werden. Ich bin seit einer halben Stunde wach. Nicht mal ganz. gesehen, ich glaube, Niklas ist online. Das war zu erwarten. Maxim spielt Lies of P. Was soll man das denn sagen? Marky und Ronny Berger sind immer noch auf Madeira am Pennen. Läuft bei denen? Das ist angesagt. Diablo, League of Legends, Fortnite, Just Chatting. Oh, XQC ist auch online, aber den gucke ich nicht. 55.000 Zuschauer, das ist schon heavy. Okay, ja. Legend of Zelda, Retro. Retro Openings. Das mal löschen. Retro Games. Wir gehen zu Niklas. Ja. Boah, ich muss erstmal klarkommen. Dass heute Samstag ist und ich übermorgen schon wieder arbeiten muss. Damit muss ich erstmal klarkommen. Eieieiei. Das ist ja die Höhe. Aber so ist es nun mal. Mist. Ist eigentlich die Cam, ich habe das Gefühl, die ist nicht flüssig. Was haben wir hier für Frames? Ich habe das Gefühl, das ist halt, guck mal, ist doch nicht, sind das 160p? Sind das nicht, oder? Lass mal reingucken kurz in Framebox. Nee. Das ist ja Chat, Cam. Was ist die perfekte Auflösung für Twitch? Ist da irgendwie eine passende Auflösung? Nicht mehr wissen. Mann. Vielleicht bei Einstellung? Keine Ahnung. Riecht's nach Essen. Das triggert mich irgendwie.
Das riecht wirklich gut. Razer Kayo Pro. Oh, das ist eine gute Kamera. Aufnahmeformat hier. Ich muss aber eigentlich 180p. Eigentlich müsste ich. Das ist eigentlich die Auflösung, die ich machen muss. Aber. Ist einfach zu riesig. Warte mal, wenn ich jetzt auf Bildschirm zentrieren mache. Oh, dann sieht das so aus. Das ist doch in Ordnung, oder? Das sind auf jeden Fall 180p. Und das sollte auf jeden Fall. Es sieht auch schon ein bisschen besser aus. Oder nicht? Ich lasse es einfach mal so. Gucken mal, wie das in der Scene ist. Oh, bin ich halt einfach komplett verschwunden. Wir machen uns mal ein bisschen kleiner. Link ist einfach versteckt. Wo soll ich eigentlich hin bei Legend of Zelda? Muss ich mir gerade mal überlegen. Ich glaube, es ist schon der Play, hier unten hinzugehen, oder? So. So. Muss ich halt auch weiter hier rüber gehen. Dann. Die Cam ist da unten. Ziel kann ruhig bleiben. Wir sind auf jeden Fall gerade hier bei bei Riju. Ich muss gerade nochmal überlegen, wie hieß die nochmal? Aber das Lightbox ist da, Donation Ticker. Den können wir auch mal ein bisschen kleiner machen. Der Chair ist da. Blurb ist da. Der View-Account ist. Ach, der ist da. Okay. Warum ist denn der eigentlich? Warum ist denn das? Wie kann ich das vom Mart irgendwie auf. Moin, moin und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sub2 und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich muss hier gerade mal Einstellungen tun. Ich hab gerade einfach die Viewerzahl geflippt. Wie denn sowas? So. Nein, ich möchte das halt, dass die Zentrierung nicht proportional zu dem Drehen kleiner wird, sondern ich will einfach nur das. Ich will das zuschneiden. Wie geht das? Wie kann ich das zuschneiden? Skalieren. Schon bei der Transformation bearbeiten. Ich weiß nicht. I don't know.
Das Master Shell hat seine Kraft wieder erlangt. Wunderschön. Okay, das ist der Chair. Insta ist das. Wie tut es das? New Follower. Your name. Das ist aber nur dein Name. Und da haben wir den den Header. Den Header wollte ich ein bisschen nach oben schieben. So. Ist das so besser? Also ich meine, für ihn ist nicht, weil man sieht halt die Herzen nicht. Ist halt schon so. Okay. Der Donation-Ticker ist ja quasi sowieso neben dem View-Account. Den müssen wir vielleicht mal ein bisschen hier rüberziehen. Nicht, dass man den... Man sieht den ja sowieso nicht. Vielleicht sollte ich den... Ach, der ist hinter. Uff. Kann ich den... Nee. So. So vielleicht? Ja. Okay, man sieht die Herzen. Ich wollte es eigentlich nicht größer machen. Ich wollte es eigentlich nur nehmen. Das kann man nicht doch jetzt. So. Nein, scheiße. Eben konnte ich es halt direkt so greifen, jetzt nicht mehr. Mann! Ich mach mal hier Pause, oder? Das ist halt... Ne, es ist Insta, ne? Aber ich will halt nur das Insta, genau. Nimm es. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Doch. So, oder? Jo. Okay, den Namen. Können wir auch mal rüberziehen. So, dann den, das wieder zu. Was haben wir noch? Wir haben noch Chatbox und Frame. Wir haben da keine Frame bei der Chatbox, also das ist egal. Der Header bleibt. Mein Name kann auch so bleiben. Wir haben noch YouTube, genau. Erstmal das YouTube-Logo, das kann man auch noch ein bisschen hier rüberziehen. So, und dann den Namen. Ja, komm, wir lassen es so. Okay. So. Was wollte ich jetzt noch so erledigen? Ich wollte mir mal die Fee angucken. Gummo, Bro, was geht? Du auch schon wach. Wieso bist du eigentlich immer so früh wach? Hört man gar nicht von dir. Rhythmus wieder in Ordnung. Oder schläfst du einfach gar nicht mehr? Scheiß auf Schlafen. Was ist da los? So.
So, was machen wir denn mal zuerst? Wieso ist es eigentlich hier so angenehm in dieser, in der Wüste? Normalerweise sollte ich doch sterben. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ist dann nicht mehr, ist es dann ekliger? Nö, in der Wüste ist halt einfach angenehm. Wasser. Wer? Sie will Wasser? Heute ist wieder Barbecue. B-Barbecue. Busty Barbecue. Wofür stand das B nochmal? Was mit ihr? Bin ich zu früh? Sava, ich frage mich, was wir heute bei unserer Gerudo-Görn besprechen wollen. Nicht? Ich habe gestern mal das Diablo 3 angezockt. Bin ein bisschen verwirrt. Also. Ja, eigentlich bin ich nicht verwirrt. Doch, ich bin eigentlich immer verwirrt. Ah! Ich habe gar keinen Weizen. Blade. Blade Barbecue. Okay, okay. Du bist ein bisschen angezockt. Du hast es ja nie gespielt. Was sind die Kriterien gewesen, die es für dich nicht zu einem guten Diablo gemacht habe? Was genau war der die Begründung dafür? War ein bisschen verwirrt, weil Diablo ist doch eigentlich ein Spiel, wo du halt quasi die Maus geklickt hältst, um deinen Gegner zu führen mit quasi dem Steuerkreuz, also dem Maussteuer-Icon. Oder nicht? Weil ich habe nämlich gestern, ich habe das angefangen, ich habe mir einen Mage gemacht und ich steuere den mit meinem Controller halt und kann dann halt auch Ausweichrollen machen mit dem anderen Joy-Knüppel. Und meine Fähigkeiten sind gelegt auf A, B, Y, ZL und ZR. Und meine Skillierungen schalten sich frei nach Level. Also das heißt, ich habe keinen Skillbaum. Nicht so richtig. Es werden einfach random Fähigkeiten freigeschaltet. So Basic, Sekundär, Verteidigung. Ist das die Begründung, warum Diablo 3 so schlecht ist? Weil es halt keine richtige Skillierung gibt und es halt generell nicht wirkt wie das Original Diablo mit Skillbaum. Du wirst reingeworfen, du suchst dir einen Charakter aus, du levelst und skillierst halt selber. Ich bin so ein bisschen verwirrt. So, jetzt will ich mal gucken, was ist das für eine Fee hier zwischen. Was ist das für eine Fee? Was ist das für eine Pseudo-Fee? Ich habe alle Feen freigeschaltet. Jetzt kann ich anders hier noch eine Fee rumpimmeln. Wir wissen. Oh, wer kommt denn da raus? Na, sieh mal einer an. Look at this guy. Ist ja witzig. Das ist ja eigentlich perfektes Timing. Um 9 Uhr. Das heißt, ich platziere mich da oben und warte. Aber ich sollte mich mal umziehen. Ich sneak mal da hoch und warte da einfach mal. Lass mal da hoch. Der kommt ja da vorbei. Dementsprechend können wir direkt auf ihn draufspringen, wenn er da oben ist. Das darf mich nur nicht hier erwischen lassen. Was war das? Dein Maul. Ich glaube, es hackt. Das ist nur einer der großen Gründe. Okay, aber also das heißt, Diablo 2 Resurrected ist ganz anders. Das ist halt nicht so quasi. Das ist ja wie, als hätte man quasi. Als wurden einem so irgendwie Stützräder angelegt. So. Also man wurde quasi eingeschränkt, damit das Spiel halt ganz einfach ist. Autschi. Dummer Baum.
Weil ich hatte schon irgendwie gedacht, dass Diablo so ein Click-Game ist, wo du halt irgendwie da selbst skillierst und dann halt einfach anfängst und hochskillst und deinen Skillbaum quasi aktivierst und so. Ich dachte, das läuft wirklich so. Aber bei Diablo 3 ist es halt so, du kommst da rein, suchst dir deinen Char aus. Es sieht von der Grafik her ziemlich unappetitlich aus, aber bis jetzt macht das Gameplay ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ja, und die 3 ist halt auch nicht mehr düster, sondern zu hell und einladend. Okay. Also Grafik ist halt, ne, aber das Spielprinzip macht halt bis jetzt, also ich habe ein bisschen jetzt, also ich habe keine Ahnung, eine Stunde oder so hat gespielt. Und mich nervt halt so ein bisschen, dass ich nicht selbst entscheiden kann, wie ich skaliere meinen Magier. Also es wird quasi alles freigeschaltet, alle Elemente. Und es ist halt so ein Element-Magier, weil du kriegst halt Buffs, wenn du halt alle Elemente irgendwie aktiv hast. Also eingesetzt hast, dann hast du so einen Zusatzbuff und kannst dann halt so. Hast dann halt irgendwie so alles nach und nach freigeschaltet, je nachdem, welches Level du hast. Ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, nicht das Diablo, wofür ich mich begeistern sollte, weil das Original Diablo halt ganz anders ist wahrscheinlich. Aber ich wollte nicht mit Resurrected anfangen, weil das halt Oldschool ist, sondern ich wollte schon mit 3 anfangen. Deswegen, I don't know. Vielleicht wäre es doch klüger gewesen, wenn ich mit Resurrected, also mit 2 angefangen hätte und nicht mit 3. Ja, das war auch das Allerschlimmste. Ist ja in Diablo 4 wieder da. Ja, genau. Es ist ja, es ist wieder da. Genau, das sehe ich ja selber. Wobei ich sagen muss, dass ich gucke ja viel Diablo 4, ne? Gameplay. Also sehr, sehr viel. Nee, du hättest dir direkt 4 holen sollen. Ja, aber das habe ich auch nur deswegen geholt, weil es halt 16 € gekostet hat. Hallo. Ist Diablo 2 Resurrected? Ist doch eigentlich der beste, oder nicht? Das heißt, eigentlich wäre es doch schon klug, das zu spielen. Oder verstehe ich da jetzt was? Falsch. Mir ganz runtergefallen. Wieso ist denn der hier? Na gut. Ich hätte mir 4 holen sollen. Ich kann mir 4 ja immer noch holen, wenn es halt keine 70 € mehr kostet. Weil 70 € ist mir echt zu viel für ein Game. Das mache ich nur für ein Game, wo ich richtig into bin. Und das bin ich bei Diablo 4 halt einfach nicht. Aber wäre es schlauer, Diablo 2 anstatt 3 zu spielen? Vom Gameplay her. Vor allem, ich glaube, es gibt in Diablo 2 gibt es ja das Cool-Level. Das gibt es ja in 3 nicht, oder? Oder gibt es das in 3 auch? Es geht die 4 halt von 2, 3 das Beste rausgenommen. Es geht. Die 4 hat halt von. Ach so, von 2 und 3 das Beste rausgenommen. Aber was ist denn das Beste von 3? Wenn 3 so abgehatet wurde? Entschuldigen Sie, kann ich mal bitte da drauf? Nee. Nein! Toll, bin ich schon wieder ganz unten. Fuck. Der Drache kommt. Der Drache. Also der Barber, der Barb, der wurde ja richtig genervt gerade so. Ich habe gestern ein bisschen Gameplay von EdoP geguckt, der halt den Barb spielt. Und da wurden halt eine Fähigkeit richtig genervt, weil irgendein Gamer halt hat so gestackt hat, die Stärke gestackt hat von einer bestimmten Fähigkeit. Gestackt, gestackt, gestackt. Und dann halt Lilith mit einem Schlag quasi besiegt hat. Und daraufhin hat Blizzard halt direkt diese Fähigkeit genervt. Die haben es komplett rausgenommen. Das heißt, alle Barbs, die halt diese Art von Barbs mit der Fähigkeit, haben jetzt 40% Stärke verloren. Das dachte ich auch so. Das ist krass. Wie die da jetzt abgehen gerade so. Der Barb wurde halt innerhalb von einer Woche halt zweimal genervt. Das Paragon-Board, das ab 50 freigeschaltet wird. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Ich denke mal, es hat irgendwas mit Fähigkeiten zu tun. Aber okay. Niklas sagt auch gerade, Diablo 4 ist ein sehr gutes Spiel.
Okay, da kommt er. Aber ich müsste eigentlich mal darüber dann. Shit, ich habe die Fähigkeit eingesetzt, die ich gerade brauche. Scheiße. Ich rutsch halt. Ist halt scheiße. Ey, das war unfair. Das war unfair. Das zählt nicht. Der rastet halt direkt aus. Okay. Ich glaube, der Play ist warten, bis er da ist und dann rüber. Oder? Guck, da kommt er ja schon. Ich glaube, ich krieg halt direkt den Boost, den Höhenflug. Hast du das Video gesehen, das ich geschickt habe? Ja, habe ich gesehen. Du hast die Majora's Mask dir geholt und damit greifen dich Monster halt nicht mehr an. Also ich kenne die Maske, die gab es im letzten Teil doch auch schon. Ich habe die doch im letzten Teil auch gehabt. Mit der Mask kannst du halt, wenn du nicht zu, also kannst du halt direkt in Monsterhorden reinlaufen. Das ist richtig. Das ist schon nice, die Maske. Die vereint quasi die ganzen anderen Monstermasken in einem. Okay, der schießt hier schon direkt. Der ballert halt direkt. So, gib mir mal den Boost. Gibst du mir den Boost? Komm. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich zieh schon an. Wo? Wo? Da. Wir gehen dann nach hinten durch, oder? Also, ist schon eine coole Maske. Ich habe die auch immer gern getragen im alten Teil. Wir waren ja erst auf dem drauf. Hat der überhaupt noch Steine? So, wir sind erstmal hier. Ich glaube, der hat gar keine Steine mehr für mich. Macht das Farmen sehr viel leichter. Ja, auf jeden Fall. Gerade unten, ne? Weil du kannst einfach dir Steine abbauen die ganze Zeit, ohne dass dich die Monster direkt angreifen. Aber ich meine, ich flitze in diese Abbaustellen rein, baue alles ab und dann gehe ich wieder, ohne dass ich die Monster überhaupt beachte. Die greifen zwar nur alles, aber meistens kämpfen die ja sowieso gegen meine Schatten und dementsprechend kann ich da in Ruhe abfarmen. Ich bin mal kurz auf Toilette, ich bin sofort wieder da. Ich muss mal gerade ganz dringend. Mach mal ein Be Right Back rein, ich bin sofort wieder am Start.
wieder da. Macht das Farm leichter. Oh. Huch. Wie weit bist du mit dem Farm? Hast du deine 18 Batterien schon voll? Oder wie? Man kann Aspekte von Waffen runterziehen und auf andere draufpacken in Diablo 3. Und das haben sie in 4 übernommen. Okay, wir gehen hier weiter. It's windy. Von dem habe ich halt relativ wenige, weil ich ihn am seltensten gefarmt habe. Deswegen, da ist die komische Fee. Keine Ahnung, was mit der ist, aber wir gehen da auf jeden Fall jetzt gleich mal hin. Ja, wir können direkt von hier aus zu dem, zu der, zu die, zu diejenigen. So, müssen wir beeilen. Nee, bin auf 12. 1. Okay. Okay, okay. Ist aber auch schon echt weit für meinen. Ich hab nur 3. Ich hab so gar keinen Bock zu fahren. Aber ich soll es vielleicht irgendwie demnächst machen. I will. So, jetzt habe ich 43. Oh, jetzt habe ich aber Donner ein bisschen weniger. Ich muss nach Donner auch mal wieder fahren. Ich hätte das gedacht. Okay. Warte mal, das, ich habe einen davon. Ich habe, was? Das ist ein weißer Drache. Wieso ist das? Kann das mal ein bisschen besser sortiert sein, bitte? Nach Typen. Okay, wir haben einen davon. Ich fliege gerade auf einem Drachen in den Untergrund. Ja, das, da muss man sich festhalten, weil die halt seitlich dann sind. Man kann nicht mehr richtig auf den stehen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ja, kann man machen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe gestern im Stream halt ganz zufällig das erste Mal einen Drachen im Untergrund getroffen. Und bin halt direkt auf den drauf. War das gestern oder war das vorgestern? Ich habe auf jeden Fall das erste Mal einen Drachen im Untergrund gesehen, der gerade hoch ist. Das fand ich ganz schön nice. So, wir haben Elektro alles benutzt hier, ne? Feuer haben wir einen. Und Schuppen haben wir irgendwie so gar keine. Was? Ich hab. Das brauchen wir. Vielleicht nehme ich mir mal so einen. Ein nicht sonderlich spitzzackiges Stück Zahn, das von einem weißen Drachen stammt. Wenn du es an einer Waffe befestigst, kann seine geheimnisvolle Kraft deine Wunden heilen. Okay. Angriffskraft erheblicher, ist auch gut als Kochzutat. Was hat mehr Value eigentlich? Zähne für Waffen oder Klauen? I don't know, ich würde sagen nein, am meisten. Wobei 20 hat der, das hat nur 16, die haben 18, das hat sogar nur 14. Das heißt, es hat schon mehr Value. Guck mir den Zahn von dem. Das drauf. Komm. Hoch da. Hallo! Du kannst doch sonst immer auf den drauf. Alter, was ist denn mit dem? Zahn. Flying on a dragon. Okay, dann at next warte, wo? Da war das, ne? Warte, wie schnell wir da vorbei sind, ne? Lass mal gucken, ob hier irgendwas abgestürzt ist. Irgendwo. Danke, Draggy. See you next time. Ich
mich mal um. Was ist mit dem hier? Jo. Oh je, was für ein Schlamassel. Ja, ja, tu mich auch. Ich geb dir gleich Schlamassel. Du bist immer erschöpft. Halt bloß dein Maul. So, den klatschen wir direkt wieder da vorne dran, wie du gesagt hast. We set like this. Dann soll das funktionieren. Funktioniert. Er hatte recht. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich habe das gerade so. Oh shit. Was haben wir hier? Was blitzdingst hier so? So, hier kannst du behalten. Was mich halt so ein bisschen abschreckt bei Diablo 4 ist diese Mikro-Skalierung. Also die Skalierung geht ja schon richtig tief in die Materie rein. Du hast irgendwie Sockel, die du halt, also kannst halt sockeln, um Bonusfähigkeiten oder Skills halt freizuschalten. Du hast diverse irgendwie Listen bei Items oder bei Rüstung an Skills, die halt aktiviert werden und. Das ist so viel, ich glaube, da hat man gar keinen Überblick, oder? Ist halt a little bit too much. Was war das? Okay. Ist nicht so schwer, wie man denkt, aber es sieht halt extrem nach viel aus, muss ich sagen. Ja, rennt bloß weg. Mach euch platt. Ich werde es auf jeden Fall mal ein bisschen, also ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen weiterspielen. Und da, ich habe noch nicht entschieden, ob es mir gefällt oder nicht. Was halt irgendwie so richtig Laune macht, ist auch viel, aber irgendwann sieht man auf den ersten Blick, okay, das geht gar nicht in meine Skill-Richtung, okay. Also, was mich halt so am meisten irgendwie so begeistert, ist, dass man irgendwann halt einfach so über den Bildschirm rasiert und einfach alles weghaut. Das, was mir, worauf ich Bock hab dann. Eisblüte. Das ist halt das, was erstmal so nice ist. Einfach alles wegrasieren, was da ist. Und gerade wenn du irgendwie so ein Mage spielst und dann halt AOE-Angriffe machst, du clearst halt einfach instant den Bildschirm. Das fühlt sich irgendwie, glaube ich, nice an. Ja, aber das dauert eine Weile, bis man das erreicht. Also ich habe jetzt schon irgendwie so eine Energiekugel, die ich halt einfach auf einen Gegner draufwerfe und die explodiert und alle Umliegenden auch wegklatscht bei 3. Aber worauf ich halt hin will, oder wo ich hin will, ist halt Meteor. Ich will halt diesen Meteor-Skill haben. Mit dem will ich halt einfach rasieren. So.
Trophäe Nummer 5, I guess, oder? Ist das eine neue Fee? Wir werden es gleich erfahren. Okay. Ich hätte so gerne eine Fit-Rotte. Eine würde schon reichen. Okay. yum. Cool. Köstlich. Was kommt hier jetzt raus? Wow! Das ist ja der, der Gott der Pferde, der Pferdegott. Ach du Scheiße. Ich dachte schon, die Hände sehen irgendwie nicht weiblich aus. What? Nach all der Zeit, die ich mit leerem Magen ausharren musste, hast du mich befreit. Mein Dank ist dir gewiss. Mein Name ist Marlon. Ich bin der Gott der Pferde. Ich wollte dir für mein erstes Mal nach langer Zeit danken, doch ich bin noch immer hungrig. Ich frage mich, soll ich dich fressen? Guck mal, der macht einen auf gruselig. kleiner Spaß. Der sieht ja schon ein bisschen creepy aus mit seinem Gewackel im Kopf und so. Schon creepy. Aber du siehst mir nicht sehr lecker aus. Ja, das ist richtig. Ja, aber das dauert eine Weile, bis man das erreicht. Achso, das hab ich schon vorgelesen. Tja, aber eine Fit-Karotte wäre fein. Zum Dank kann ich dir Wünsche erfüllen. Zumindest, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Wünsche? Zum Beispiel kann ich Pferd ins Leben zurückholen oder ihre Fähigkeiten verbessern. Aber wenn du meine Kräfte nutzen willst, verlange ich eine Gegenleistung, etwas zu essen. Ja, die Fit-Karotten von eben, die waren angemessen schmackhaft. Aber ich sehe es, du hast noch leckere Sachen. Okay. Gib mir von deinem Proviant und all deine Wünsche werden wahr. Wie gesagt, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Verstanden. Niemals solltest du es wagen, dem Gott der Pferde auf leeren Magen zu fragen. Diese Weisheit wird schon seit Generationen weitergegeben. Wenn ich also ein Pferd ins Leben zurückholen oder stärken soll, musst du mir Proviant geben. Welchen Wunsch kann ich dir erfüllen? Pferd stärken. Man kann die einfach... Das ist ja geil, eigentlich. Also wir haben Tesla. Tesla ist halt einfach ein riesiges Ding. Cooper ist halt irgendwie schon am geilsten, nur die Zugkraft hat mir nicht so gefallen. Und, warte, wenn ich jetzt... dieses Pferd sagt mir, dass es genau so bleiben möchte, wie es ist. Okay. Ja, okay, das war mir sowas von klar. Der hat halt eine Menge Ausdauer. Das ist halt geil. Der will Essen haben dafür? What? Was ist, ich habe ja nichts davon. Hatte bei. Ist halt einfach, Eponas Lied. In Form eines Geistes. Hatte bei. Okay, hätten wir das auch mal abgehakt? Pferdegott. Okay, Was haben wir hier? Nur eine Markierung von der alten Karte. Ach so, stimmt. Ich wollte hier hin, weil... Do you know? Lass mal erstmal hier hingehen. Ich muss mal hier gerade abbauen gehen. Gehen mal hier hin und bauen mal da unten ab. Hast du dann das Kolosseum mit den Leuten geschafft?
Weil man kriegt doch den Majora's Mask, kriegt man doch in dem einen Kolosseum, oder nicht? Habe ich gedacht. I thought. Ich habe gedenkt. So, mal gucken. Hier? Cool, guck mal. Ist das nicht nice? Immer noch leer. Oha. Wieso füllt er das nicht wieder auf? Frech. Gibt's hier noch mehr? Warte mal. Was? Yes, war so schwer, glaube ich. Aber dass du den Leuten am Ende noch geschafft hast. GG. Was haben wir denn hier? Achso, das ist ein Steini. Also diese Magier-Dudes, ne, die sind genau immer da, wo ein Turm ist, just saying, ne. Also wenn du die suchen willst und noch nicht alle hast, du findest die halt immer bei den Türmen. Guck hier. Ist einer. Ich glaube, das merkt man relativ schnell. Oder habe ich mich jetzt vertan? Das ist einfach nur Zufall. Aber ich dachte, warte mal. Wir müssen es mal weiter beobachten. Da war ich schon. Okay. Maybe war das doch nicht richtig. Okay, ich habe gelogen. Shit. Ich dachte, aber die sind auch mit irgendwas verbunden. Ich weiß noch nicht mit was. Shit. Weg damit. Also ich meine, es könnte trotzdem schon noch sein, weil das ist jetzt halt hier so...
direkt so übereinander. Ist halt schon irgendwie. Wo haben wir diesen anderen? Wir haben eins, zwei. Aber nee, das ist er ja gar nicht. Quatsch. Hä, haben wir nur zwei? Ach, da oben. Das ist halt einfach random. In der Nähe. Gibt es hier ein Loch? Ja, das hier. Theoretisch könnten wir von hier einfach da rein und dann gib ihm. Aber ich muss kurz nochmal zu einer Fee und wir gehen zu unserer Lieblingsfee. So, wir konzentrieren uns jetzt auf jeden Fall auf ein bisschen alles abzugraden. Die Rüstung und auch die Batterien. Das werde ich jetzt in Angriff nehmen heute. Hey. Rüstung schaffst du, das andere wird nichts. Okay. Danke für dein Vertrauen, I guess. Als ob ich nicht der größte Loot-Guy bin, den es gibt. Also wir brauchen hierfür Feuergedöns. Scheiß drauf. Hier brauchen wir noch. Ach ja, genau. Zwei silberne Bockblinzhörner. Okay. Schleichforelle, genau. Einfach so viel Müll, den wir einfach noch brauchen. Herzen? Wonach wollte ich gucken? Ach ja, genau. Was, auch. Ah, okay. Feuerexal, Voss, Schwänze. Hier, genau. Das, da, hier wollte ich erstmal hin. Ja, ich farme auch gerade für Rüstung. Sollte man auf jeden Fall. Das Rüstungsfarm ist halt ein bisschen nervig, wenn man so viel verschiedenen Kram braucht. Alpha. Och man. Und hier auch Alpha. Alpha-Hörner. Wo findet man Alpha-Viecher? Alpha ist halt einfach dieser. Alpha. Okay. Okay, wir gehen mal zum Wasser. Ist es hier kalt? Alphas findet man nicht. Alle anderen schon. Wie? Alphas findet man jetzt plötzlich nicht? Man findet die bestimmt irgendwo. Laber nicht. Ich brauche Alphas. Sag doch sowas nicht. Ich habe einen und ich farme die viel.
wo ist mein Steilkreuz? Ach, da. Feuer ist halt unfair. Warte, ich mach mal den. Reitschalter mag ich nicht, der schießt schon wieder. Wo sind die Pfeile? Hast du schon gehört? Wow, wow, wow. Okay. Au, direkt auf die Nuss, ey. Wo ist es denn hingeflogen jetzt? Ey, war das nicht gerade eben noch hier? Habe ich es gerade destroyed? Wo ist der Bogen hin? Den gerade wirklich zerstört? Nee, oder? Hm. Okay, also hier gibt es keine Alphas. Die kriegt man. Muss mal kurz überlegen. Yannick farmt die viel, sagt er. Alphas sind, glaube ich, die stärksten. Kann das sein? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Was suche ich eigentlich? Wo ist denn das jetzt, was ich suche? Bin ich doof? Das war doch bei der Kugel. Hier, oder? Nee, hier. Nee, hier. War das hier? Nö. Das muss hier irgendwo in der Nähe gewesen sein. Könnte auch das hier gewesen sein. Aber hier ist nicht die Kugel. Hier ist die Kugel. Bin verwirrt. Wir gehen das mal hier hin. Alphas. Alphas.
Schieß mich hoch, Scotty. Oh. Ups. Da will ich gar nicht hin. Hier ist es doch. Oder nicht? Nee, auch nicht. Das ist die dumme Insel der Probe. Nee, von da komme ich doch gerade. Scheiße. Wieso finde ich das denn jetzt nicht mehr? Ich bin ja richtig verwirrt. Halb zwölf. Es war doch hier, muss es gewesen sein. Beim Luftraum. Kluder. Oder nicht? Lass mal hier hingehen. Ich guck jetzt von hier. Ist nicht höher. Vielleicht ist der das ja. Doch. Nee, er kann aber nicht sein. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Sind wir wieder hier? Der Mächtige, der hat 24. Okay. Meine Tasche ist voll. Was kann ich hier rauswerfen? I don't know. Hier ist auf jeden Fall keine Dings. Hier unten, hier war doch auch noch welche, oder? Wo waren die? Nee. Davon. Können wir eigentlich markieren? Gerade. Wenn wir schon gerade hier sind, markieren wir mal hier eine Waffe. Weil so einen mächtigen Konstruktbogen ist halt schon Value. Was lag hier noch rum? Noch mächtiges Schwert und mächtiges Sonanium-Großschwert. Also Schwerter sind geil. Ansonsten ist ja halt tote Hose. Aber ich wollte von hier
Was hat das eigentlich für eine Fähigkeit hier? Gar keine. Toll. So. Da wollen wir nicht hin. Da auch nicht. Das ist es. Nö. Irgendwie doch nicht. Gehen wir auch dahin. Ich finde es einfach nicht. Scheiße. Nee. Es ist doch das hier, oder? Nö. Sag ich mal, mittlerweile einen guten Spotpunkt gefunden zum Farmen von Feen. Also es gibt ja halt so einen See, wo halt so viele Feen rumschwirren. Ich finde den nicht. Weißt du, wo der ist? Nur ich gehe halt vom Himmelsinsel zu Himmelsinsel und hock, ob welche da und guck, ob welche da sind. Okay. Da ist es doch. Das habe ich gesucht. Den hier. Ach du Scheiße. Found it. Da wollte ich hin. Na gut, und du guckst halt immer bei den Seen, ne? Also wie der hier auch. Bei solchen Seen guckst du halt immer, ob da irgendwo Feen rumschwirren am Wasser, weil die schwimmen meistens immer am Wasser rum, komischerweise. Weil es gibt irgendwo unten auf der Oberfläche einen Feensee, das ist nicht der gebrochene Herzen, auch nicht der normal, der Herzensee, aber irgendein See. Oh. Ja. Ob die hier oben. Ich glaube aber, das waren auch Kettensägen.
mal. Gibt es in Diablo 2, 3 auch Weltenstufen? Was bedeutet Weltenstufen? Erklär mir bitte mal Weltenstufen. Übrigens spawnen hier die Fische immer wieder. Okay, hier die Gegend ist. Also ich bin jetzt das zweite Mal hier, seitdem der See weg ist und die Fischis liegen hier schon wieder rum. Just saying. Man schon hier immer wieder farmen. Die drei nie ordentlich gespielt. Okay. Ja, aber du kannst ja trotzdem mal das Prinzip von Weltenstufen erklären, oder? Ups! LOL! Der hat sich einfach in meinen Weg gestellt und den geröstet. Ach du Penner, ey! Ich schwöre, ich hasse ihn. Den hasse ich am meisten. Ich deaktiviere den jetzt. Scheiß auf den. Der ist halt ein richtiger Huso. Ich hasse ihn so abgrundtief. Der hat mir gerade meinen Maxi-Fisch weggeballert. So ein Hundefick. Mann. Und gerade den da hinten krieg ich noch. Also hier kommt man immer gut an Maxi Barsche. Schon ein guter Spot. Ich glaube, ich markiere mir das auch mal. Mit Food. Hier oben war noch einer, da hinten. Aber ja, es ist wirklich der Kettensägen, Heini. Wo kriegt man Alpha? Aber du hast aber dreimal so ein bisschen gespielt, oder was? Weil du sagst, nie ordentlich. Das heißt, ein bisschen was schon. Oder wie? Gerade nicht getroffen. Ja, ich... Delta. Delta. Nie ordentlich. Ich muss mal gerade an meinem Computer riechen. Ich habe das Gefühl, der riecht ein bisschen. Nee. Riecht nur ein bisschen muffig, aber das ist normal. Okay. Everything is all right. Sind die hier, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, welche das sind. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich weiß auch, ob man die so selten findet.
Lass mich mal was testen. Wie viele... Ah, ich könnte ein bisschen was sammeln. Nutzen wir das mal. Wir sammeln mal gerade. Was hat der hier für einen? Drecksack. Der ist so einer. Schon einfach 16. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, dann sind es diese bestimmten Konstrukte, die halt immer so Bogen und irgendeine Elementarfähigkeit haben. Alter, das sieht ja geil aus hier. Hier jetzt. Oh mein Gott, ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass das direkt jetzt hier runtergeht. Um die Uhrzeit. Es war so klar. Habt ihr den Einschlag gesehen? Mann! Ich bin halt direkt gehuckt. Wo ist das gelandet? Direkt da. Was gibt's da in der Nähe? Ist halt direkt da. Oh mein Gott. Wartet mal. Das ist halt einfach direkt hier. Hier ist er eingeschlagen. Da müsste ich eigentlich jetzt mal schnell hin. Okay, ich gehe da schnell hin. Wir holen uns den. Ich hab das gecallt gerade schon wieder einfach. Ich wusste es jetzt bei so einer Sicht, dass direkt einer einschlägt. Ich wusste es halt einfach. Den holen wir uns. Haben genügend Zeit und dann gehen wir wieder da hoch und dann gucke ich mal, ob das Konstrukt des einen ein Alpha ist. Because I'm not sure. Der ist da vorne gelandet. Boah, jetzt überall hier diese... Okay, Ipona, du... Ja? Oh. Ja. Oh. Oh. Oh, ah, I, oh. Was ist mit dem? Oh, oh. Jetzt halt doch mal den... Okay, wir speichern mal gerade. Wie viel Zeit haben wir? Mehr als genug Zeit. Instant einfach. Komm, ihr Pony. Was ist eigentlich das hier für eine Höhle? War ich da schon? Stimmt. Nee, war ich nicht. Anruf von einem Kumpel.
Okay, da bin ich wieder. Ach Mann. Ich hab mir gerade. Ich hab heute was zu tun. Ich muss heute was erledigen. Das heißt, der Stream geht auch nicht mehr so lange. Ich muss mal gerade gucken, wie lange ich dahin brauche und dann. Also maximal jetzt noch. Nee, Quatsch. Ich muss eigentlich den Stream jetzt gleich beenden und mich fertig machen. Ach man, ich hatte so Bock, heute einfach den ganzen Tag durchzustreamen. Ich schwöre. Ach du Scheiße. Wie schickt er mich denn? Fährt heute keine S-Bahn oder was ist hier los? Ich muss mal gerade was gucken. Ist halt schon weit weg von den Landungsbrücken. Lull, einfach. Okay, ich habe das eingesammelt. 14 Uhr muss ich da sein. Ich brauche eine Stunde dahin, also muss ich um 13 Uhr vielleicht sogar schon ein bisschen früher los. Das heißt, ich müsste mich auf jeden Fall jetzt gleich fertig machen. Kacke. Na gut. Ich prüfe aber Ich prüfe aber gerade trotzdem nochmal nach, ob da ein Alpha ist. Lass mal nachprüfen. Zwischen Harburg und Hauptbahnhof ist dicht. Ich muss auch Regio fahren. Warum ist zwischen Harburg und Hauptbahnhof dicht? Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ich muss ja wieder mehr Zeit einplanen. Ach man. Okay, der zweite Arena-Run war viel leichter. Warum ist der leichter? Ist das Alpha? Nee, oder? Ups. Ich direkt. Ah! Der macht halt richtig Damage, ne? Alter, mit dem verkehrt. Ich sehe nichts. Hä? Meine eigenen Leute scammen mich halt einfach. Muss man den dann wieder aktivieren. Schade, ich dachte, vielleicht ist der einer von denen. So, Bro, komm mit dazu. Ich sehe halt nichts. Ich hasse den. Wie mache ich den gerade? Okay.
Alter, ich darf... Hä? Das war doch das Auge. Gib mir diesen mächtigen Bogen. Delta. Das ist Delta. Vielleicht ist die einfache Variante von dem Alpha. Hab mich besser vorbereitet, hab vorher überall in der Arena Jumpers hingetan, damit ich die Zeit, die ganze Zeit Fokus habe. Was? Ach so. Okay. Ja, ich verstehe. Das ist schon gut, dann kannst du direkt immer, aber... Das heißt, du kämpfst gegen die komplett nur mit Pfeil und Bogen, oder was? Weil du, wenn du jumpst, bist du ja die ganze Zeit quasi in diesem Pfeil und Bogen Fokus. Und ich dachte, Nahkampf ist bei denen irgendwie der Play und nicht Pfeil und Bogen. Nee, beides gleichermaßen. Okay. Huch, hab ich den gar nicht mitgenommen oder ist er gerade wieder neu gespawnt? Beides gleichermaßen, sagt er. Das hier ist wieder ein... Andere Seite kann ich mal gucken. Ne? Aber ich muss jetzt auch auf auch mal fertig machen. Daher bin ich mal raus. Dir noch viel Spaß heute. Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir auch. An den Samstag. Bis denn. Ich bin auch jetzt gleich auf. Muss mir auch fertig machen. Auf ganz spontan. War hier hinter nicht auch noch irgendwo einer? Hä? Wieso hat er das nicht gemacht? Ich hab gedrückt. So eine Kacke. Ich... Mann. So, hä, warum? Mann. Können wir den mal hier gucken? Ist das das, wo ich gerade war? Bin ich doof? Ja, ist das, wo ich gerade war. Zeitbombe ist immer gut. Doch die andere Seite. Da ist ein Schwein. Ja. Da ist auch so einer. Okay. Das sind halt alle schon die Stärkeren, ne?
Ich dachte gerade, ich lande direkt auf dem Stäbchen da. Hier ist noch einer. Das sehen wir gerade noch an. Hier dachte ich, wäre noch einer. Ne, doch nicht. Okay, hier ist keiner. Dann ist es halt so. Okay. Dann spawnen wir uns jetzt mal zu Pura, speichern ab und dann mache ich eine Abmoderation, weil ich muss mich ja fertig machen. Oh, wartet mal kurz. Halt, stopp. Abspeichern. So, okay. Well. Jokidoki, wie lange haben wir jetzt gestreamt? Fast 2 Stunden. Ist ja eigentlich in Ordnung, oder? So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sorry, dass es jetzt so ein abruptes Ende hat, aber geht nicht. Ich muss, hab noch einen Termin, den ich irgendwie wahrnehmen muss. Ich habe noch einen Termin, den ich wahrnehmen muss. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Samstag. Genießt ihn. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht so krass genießen. Ich bin raus für heute. Ich werde auch heute nicht mehr streamen, weil ich viel zu spät nach Hause komme. Und sag damit Wiederschauen, reingehauen, au revoir und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.